Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge Discord Python Bot Programmierung Reboot. Und heute werden wir uns an das mitgelieferte Command-System wenden. Denn bei der alten Reihe habt ihr häufig gesagt, hier, Benny, bitte, mach bitte mit Commands. Das ist echt schrecklich mit dem On-Message. Und genau, da will ich erstmal klären, was denn Commands eigentlich sind, wie wir sie benutzen können und warum das Ganze mit dem Mach's nicht mit On-Message im Grunde, ja, nicht direkt falsch ist, aber ja. Und zwar klären wir jetzt erstmal, was denn Commands überhaupt sind. Denn Commands sind eigentlich auch nichts anderes als ein On-Message-Event. Allerdings wird uns hier die Arbeit abgenommen, selber zu gucken, was hat er eingegeben, welche Argumente hat er eingegeben, sondern das Ganze wird über die Commands-API für uns gelöst. Und wir können einfach sagen, okay, es gibt ein Command mit dem Namen so und so. Und wenn das eingegeben wird, am besten noch mit dem und dem Parameter, dann gebe uns das und das aus. Und dafür werden wir jetzt ein bisschen Code wieder entfernen. Und zwar quasi alles. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen ganzen Code wieder raus. Beziehungsweise den unteren Teil können wir eigentlich alles drin lassen. Das sollte auch weiterhin so funktionieren. Aber hier oben müssen wir jetzt was anpassen. Und zwar haben wir ganz oben Import Discord. Wir müssen jetzt zusätzlich from discord.ext, das ist dieses Extensions, da wollen wir jetzt Import Commands machen. So. Und jetzt wollen wir eben keinen Discord.client mehr importieren, sondern wir wollen hier jetzt ein, das muss mal weg, commands.bot. So, und hier beschwert er sich jetzt schon, denn hier fehlt noch was. Wir müssen dem Commands-Bot jetzt noch übergeben, was denn für ein Präfix. Und dafür machen wir einfach ein Komma dahinter mit Command-Präfix und übergeben ihm jetzt unseren Präfix, also zum Beispiel ein Ausrufezeichen, das ist ja in den meisten Fällen. Was ganz interessant ist, ist, ihr könnt hier auch Mentions benutzen. Das heißt, dass auch das passiert, wenn jemand den Bot erwähnt. Aber zu solchen Sachen kommen wir dann in einer anderen Folge, wenn das gewünscht ist. Jetzt erstmal kümmern wir uns nur so rum. Okay, wir haben einen Präfix mit dem Ausrufezeichen. Der Rest sollte so weiterhin gehen, da wir auch hier wieder Bot.event haben. Und jetzt machen wir unser erstes Command. Dafür machen wir einfach hier mal ein bisschen Platz. Und fangen hier an mit einem @bot.command. In die nächste Zeile schreiben wir async def und jetzt den Namen unseres Commands. Zum Beispiel test. Und hier ist jetzt wichtig, ein Command hat immer als erstes Argument automatisch CTX übergeben, also den Kontext. In diesem Kontext steckt zum Beispiel drin, wer das gesendet hat und was er gesendet hat. Wir können jetzt einfach mal kurz Pass machen und gucken. Und jetzt haben wir schon unser Command, unser Test-Command. Wenn wir jetzt wollen, dass der Name abweicht, zum Beispiel, dass da noch ein Unterstrich dazwischen soll oder so, dann können wir hier oben in die Klammer von bot.commands einfach sagen, Name ist gleich und jetzt hier zum Beispiel t-st. Das nimmt er dann auch als Command-Namen, wenn es hier unten abweicht. So, das tun wir aber wieder weg, damit wir das nicht verwirren. Das können wir auch so stehen lassen, das macht keinen Unterschied. Also am besten ist es, wenn ihr immer einfach dieses Name ist gleich irgendwas hinschreibt, damit es einfach einheitlicher ist. Jo. Jetzt werden wir einfach mal sagen, schicke uns zurück, was du gesendet hast. Beziehungsweise wir fügen ein Argument hinzu. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal arg für ein Argument und sagen jetzt hier await
CTX. Und in diesem Kontext können wir jetzt direkt eben auf Member zugreifen, auf Channel zugreifen, also wo es gesendet wurde. Ich glaube, auf Content war für die Message. Und was besonders ist, wir können jetzt hier auch direkt wieder Send benutzen, um im selben Channel direkt eine Nachricht zu senden. Und hier können wir jetzt einfach sagen Arc. Und jetzt sollte er uns, wenn wir eine Nachricht dahinter schreiben, die auch wieder ausgeben. Das probieren wir erstmal. Wir starten den Bot. Bam, Bot ist gestartet. Gehen hier in Discord, machen Ausrufezeichen Test. Hallo. Und der Bot gibt uns aus Hallo. Denn wir haben erfolgreich hier unser Arc ausgegeben. So, machen wir weiter. Wir wollen zwei Argumente übergeben. Sagen wir Arc 1 und Arc 2. Jetzt können wir zum Beispiel hier einen String machen, einen F-String am besten, und sagen Eingabe Doppelpunkt. Habe ich mich verschrieben? Nee. Machen wir hier Arc 1 und Arc 2. Das heißt, wir können hier einfach hinten dran mehrere Sachen eingeben. Neu starten, nochmal Test. Hallo Welt. Sagt der Eingabe Hallo und Welt. Jetzt können wir gleich mal testen, was denn passiert, wenn wir jetzt hier einen User eingeben. Zum Beispiel Coaster Freak und Hallo. Dann sagt uns auch hier Eingabe at Coaster Freak und Hallo. Also wir kriegen auch hier dann ein Member-Objekt. So. Jetzt sagen wir, okay, wenn wir jetzt drei Sachen hintereinander tun, dann würde das ja nicht mehr funktionieren. Wir wollen jetzt beliebig viele hinten dran haben. Dafür gibt es auch was. Und zwar machen wir hier einfach ein Sternchen davor und sagen einfach Sternchen Args, also Argumente. Und das kann jetzt, macht jetzt quasi einfach nur alle Argumente, die danach kommen. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, gut. Eigentlich können wir hier so einfach Args sagen. Und wenn wir die noch formatieren wollen, sagen wir einfach mach hier ein Leerzeichen rein, Punkt Join und dann args. Das heißt, jetzt kommt hier Eingabe und dann machen wir als Variable machen wir einen String mit Leerzeichen und dann Punkt Join args. Dieses Punkt Join bedeutet quasi, nehme die Argumente und füge sie alle hintereinander ein mit dem Trennzeichen, das hier vorne dran steht. Also in dem Fall jetzt ein Leerzeichen. So sollten jetzt alle unsere Eingaben hintereinander mit Leerzeichen stehen. Probieren wir jetzt aus. Wir starten den Bot neu. Ist mal gestartet. Gehen Sie wieder rein, machen Test. Hallo Welt, ich bin da. Und es sagt Eingabe, Hallo Welt, ich bin da. Ju, jetzt haben wir quasi Commands schon fast gemeistert. Was können wir noch machen? Wir können jetzt eben, genau wie ich vorhin schon sagte, mit verschiedenen Parametern arbeiten. Also zum Beispiel, machen wir kurz einen neuen Command dafür, kopieren wir uns den einmal, sagen wir zum Beispiel die User-Info. Das muss man mal reformaten wieder. Jetzt sagen wir, wir wollen hier einen Member übergeben haben. Und da können wir jetzt einfach sagen, okay, Doppelpunkt Discord.member. Hilfe. Das heißt, er nimmt jetzt hier auch wirklich nur Member an, die dem Typ Discord.member entsprechen. Und da können wir jetzt dann einfach sagen, okay, User-Info für Member.DisplayName. Und dann können wir jetzt einfach mal hier neu starten. Dann müssten wir jetzt sehen können, dass es auch wirklich dieser Member ist, den wir hier taggen werden. Das heißt, wir machen hier Ausrufezeichen UserInfo und taggen jetzt zum Beispiel mich. Und jetzt kommt UserInfo für CoasterFreakBenny. Und das ist mein Anzeigename und nicht mein Tag oder irgendwas. Also er hat nicht einfach nur den Text kopiert, sondern hat wirklich mich als Objekt gefunden und meinen Namen ausgegeben. Theoretisch, wenn ich jetzt hier meinen Nickname ändere, ich vermute, das müsste genau
das Nickname da sein. Bei der Anzeigenname, wenn ich jetzt Hallo Welt mache, genau, steht User-Info für Hallo Welt. Also das ist mein Anzeigenname hier auf diesem Server jetzt. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon wieder für diese Folge. Die war jetzt ein bisschen kürzer als die Folgen davor. Aber das Thema ist wirklich sehr groß und komplex und jetzt bei weitem noch nicht vollständig. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das wahrscheinlich splitten werde. Und das war jetzt quasi der Anfang. Wir haben jetzt angefangen, unser Framework auf Commands umzubenennen. Und eben die ersten beiden Commands geschrieben. Haben gelernt, wie wir hier verschiedene Anzahl an Argumenten hinzufügen können. Und wie wir auch an einzelne Typen hinzufügen können, wie zum Beispiel hier ein Member. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal darum kümmern, das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Das heißt, wir werden das Ganze zu einer Klasse machen oder an sich mit Klassen anfangen zu arbeiten und die ganzen Commands dann nach und nach auslagern. Jo, dann vielen Dank, dass ihr alle da wart und bis hierhin zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt noch da seid, dann kommt auf jeden Fall auch mal auf unseren Discord. Und ganz, ganz wichtig, um alle Neuen zu verwirren, das habe ich letztens schon mal gemacht und das hat richtig gut geklappt. Schreibt mal alle unten in die Kommentare Regenbogen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt in die Kommentare einfach mal Regenbogen. Einfach nur, um die neuen Leute volle Kanne zu verwirren, warum die Leute da jetzt Regenbogen in den Channel schreiben. In die Kommentare schreiben. Jo, und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ciao.